Samstagabend, 18 Uhr, vor einem Heimspiel des HSC 2000 Coburg. Katrin Brückner und ihr Team besprechen letzte Details, bevor die VIP-Gäste langsam aber sicher eintreffen. Das Catering-Team ist da schon seit einigen Stunden fleißig am Arbeiten. Wir fangen eigentlich 1,5 Stunden vorm Spiel, ist ja die Eröffnung des VIP-Raums, und bis dahin muss alles stehen. Das heißt, der Raum ist ansonsten erstmal blank. Das heißt, wir fangen nochmal 2 Stunden vorher an, alles aufzubauen. Das heißt, die ganze Hardware muss aus dem Keller hochgebracht werden. Es müssen die Buffettische hochgebracht werden, die Tischdecken, Teller, die Gläser, die Getränke. Also Aufbau muss erstmal stehen, dann muss die Salattheke muss befüllt werden, die Eistruhe und so weiter und so weiter. 1,5 Stunden vor Spielbeginn kommen die VIPs, hauptsächlich Sponsoren, aber auch handballbegeisterte Gäste können sich VIP-Tickets kaufen. In 2 Räumen haben sie die Möglichkeit, zu essen, zu trinken, Freunde zu treffen, Kontakte zu pflegen. Warme Gerichte gibt es vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel stehen kleine Speisen zur Verfügung. Und es gibt natürlich auch Kaffee und Eis. Um die dreckigen Teller und Gläser kümmert sich das Catering-Team. Auch den Abwasch übernehmen Katrin und Co. Nach Abpfiff des Spiels ist für das Team noch lange nicht Schluss. Nochmal um die 2 Stunden braucht es für den Abbau. Erfahrung in der Gastronomie zu haben, ist davon Vorteil, braucht man aber nicht unbedingt, um im Catering-Team mithelfen zu können. Es sind hauptsächlich Leute, die das Ganze nebenberuflich machen, also auf Minijob-Basis, und die einfach Spaß dran haben und auch schon ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet haben oder einfach mal so ein bisschen reinschnuppern wollen. Spaß trotz Stress. Das Catering-Team zeigt vollen Einsatz. Bei Interesse kann man sich gerne bei der Geschäftsstelle des HSC melden.